Derzeit herrschen frostige Zeiten in der Vorarlberger Wirtschaft. Zuerst das Aus von IKEA diese Woche, dann der Stopp des Messeparkprojekts in Dornbirn. Nur 1500 Quadratmeter wurden genehmigt, zu wenig für die Eigentümerfamilie. Diese hat das Projekt auf Eis gelegt. Damit gehen 300 Arbeitsplätze verloren, werden nicht geschaffen, um genau zu sein. Wie wettbewerbsfähig ist der Vorarlberger Standort noch? Darüber sprechen wir jetzt mit Wirtschaftslandesrat Karl-Heinz Rüdisser im Landhaus. Landesrat Karl-Heinz Rüdisser, recht herzlichen Dank für den kurzen Live-Talk. Derzeit, wenn man mit Industriellen redet im Vorarlberg, dann hört man oftmals, dass die Vorarlberger Politik derzeit eine Verhindererpolitik betreibt. Haben Sie auch so das Gefühl oder müssen Sie da befürchten, dass der ein oder andere Unternehmer in Zukunft auch dem Standort den Rücken kehren wird? Diese Auffassung teile ich überhaupt nicht und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das wirklich Industrielle sagen. Wir haben jetzt eine Entscheidung getroffen, die den Handel betrifft, dass der Messepark um 1500 Quadratmeter ausbauen kann, auf dann 19.000 Quadratmeter. Er wird mit Abstand das größte Einkaufszentrum des Landes sein. Im Umfeld des Messeparks sind etwa 45.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Das ist annähernd so viel, als die gesamte Stadt Feldkirch inklusive der peripheren Randlage hat. Also von daher ist das eine Entscheidung, die einfach aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen so zu treffen war. In Lustenau den Standort IKEA betreffend ist eine Unternehmensentscheidung. Ich habe mit IKEA selbst gesprochen. Dort wurde mir mitgeteilt, dass die Konzernstrategie derzeit evaluiert wird und das Projekt daher im Moment nicht weiter verfolgt wird. Und im Übrigen darf ich darauf verweisen, dass die Vorarlberger Wirtschaft in den vergangenen 25 Jahren etwa 40.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat. Diese Arbeitsplätze müssen irgendwo untergebracht sein. Das heißt, wir sind in einem enorm dynamischen Umfeld und haben in der Vergangenheit auch die notwendigen Flächen dafür bereitstellen können. Die Diskussion wird intensiver werden, davon bin ich überzeugt, weil Grund und Boden knapp ist. Aber das kann ich versichern, wir werden sehr intensiv bemüht sein, die notwendigen Flächen für die Betriebsentwicklung in Vorarlberg bereitstellen zu können. Jetzt weiß man aber im Fall vom Messepark, dass 1500 Quadratmeter ist für die Messepark-Eigentümer zu klein, um zu erweitern. Jetzt hat man von Seiten des Messeparks auf Stopp gestellt, sprich, das heißt, es werden 60 Millionen Euro nicht investiert, 300 zusätzliche Arbeitsplätze werden nicht geschaffen. Kann sich Vorarlberg das leisten? Also uns gegenüber wurde ein Investitionsvolumen von 30 Millionen kolportiert. Das ist ein hohes Investitionsvolumen und ich habe auch höchsten Respekt vor den Eigentümern und der Art und Weise, wie der Messepark geführt wird. Der gehört österreichweit zu den erfolgreichsten. Wir haben aber neben der rein betriebswirtschaftlichen Sicht der Dinge auch eine volkswirtschaftliche Sicht der Dinge uns anzusehen. Und wenn Sie die Stellungnahmen zu diesem Projekt landesweit sehen, dann gibt es eine Vielzahl von Stellungnahmen, die sich sehr kritisch mit der Größe dieses Projekts auseinandersetzen. Wir haben auf der Grundlage des Raumplanungsgesetzes dieses Projekt zu prüfen und sind auf der Ebene der Gutachten der Sachverständigen zum Ergebnis gekommen, dass 19.000 Quadratmeter ein vertretbares Größenvolumen ist, darüber hinaus nicht. Warum durfte man im Raumplanungsbeirat nur über die 1500 Quadratmeter abstimmen und hat nicht über die 3000 oder 2500 diskutiert? Man hat selbstverständlich darüber diskutiert. Der Raumplanungsbeirat ist ein beratendes Gremium der Landesregierung nach dem Raumplanungsgesetz und nach der Geschäftsordnung. Wir haben darüber zu beraten, was der Vorschlag der Realisierung eines Projektes ist. Und das hat auf 19.000 Quadratmeter gelautet. Selbstverständlich haben wir auch über eine andere Größenordnung diskutiert und da gibt es keine Beschränkungen. Das wurde auch so durchgeführt. Warum hat man nicht vorher schon klar gesagt, dass man oder schnell eine Entscheidung getroffen in Bezug auf den Messepark zum Beispiel? Fürchtet man hier in der Politik auch schon ein bisschen den Gegenwind der Wähler? 2019 wird er gewählt. Nein, den Gegenwind der Wähler fürchten wir nie. Wir sind
ständig im Kontakt mit der Bevölkerung. Wir haben hier eine wirtschaftliche Entscheidung zu treffen. Es waren eine Reihe von Vorabklärungen notwendig. Es hat intensive politische Diskussionen gegeben in unterschiedlichen Bereichen. Es sind entsprechende Verfahrensschritte auch durchzuführen. Zum Beispiel war es ein Auflageverfahren, das von Anfang Dezember bis Mitte Jänner in etwa durchgeführt wurde. Anschließend daran wurden die entsprechenden Umweltberichte unter Berücksichtigung der eingelangten Stellungnahmen überarbeitet und nunmehr dem Raumplanungsbeirat vorgelegt. Weil Sie die Verfahren ansprechen, es fehlt ja nicht an Visionen im Land, aber die Verfahrensdauer wird oft kritisiert und bemängelt. Ebenso natürlich die Verkehrslösungen. Wie kann man die Verfahren, wie kann man das beschleunigen? Wie kann man hier schneller werden in Zukunft? Zunächst möchte ich mal etwas differenzieren. Wir haben im Rahmen der öffentlichen Verwaltung ja eine enorme Zahl von Verfahren abzuwickeln. Wir analysieren in regelmäßigen Zeitabständen die Dauer der Verfahren. Und ein überwiegender Teil der Verfahren wird innerhalb von wenigen Wochen erledigt, wenn die Einreichunterlagen die notwendige Qualität zur Beurteilung und zur Entscheidung haben. In dem jetzt zur Diskussion stehenden Verfahren, wie etwa der Erlassen eines Landesraumplanes, ist naturgemäß eine wesentlich längere Verfahrensdauer damit verbunden, weil es hier um die Einholung von Gutachten geht. Diese Gutachten müssen dann geprüft werden. Es gibt zu den Gutachten Gegengutachten. Es müssen die dort vorgebrachten Argumente wiederum abgewogen werden. Und von daher ist es natürlich, dass diese Verfahren länger dauert. Natürlich wären mir kürzere Verfahren auch lieber, aber sie sind ordentlich durchzuführen, insbesondere was Projekte im Bereich der Verkehrsinfrastruktur betrifft. Hier müssen wir auch anerkennen, dass wir in einem Rechtsstaat leben und wir Anrainern gewisse Rechte zuerkennen. Wir haben vor wenigen Wochen etwa einen positiven UVP-Bescheid zum partiellen zweigleisigen Ausbau zwischen Lustenau und Bregenz hinausgegeben. Gegen diesen Bescheid wurde nunmehr rechtmäßig und innerhalb der offenen Frist Einspruch erhoben. Und das wird jetzt eine lange Zeit dauern, bis wir das Verfahren in der zweiten Instanz dann auch tatsächlich abschließen können. Das ist nicht etwas, was die Behörde verursacht, sondern hier hat der Anrainer das Recht, dagegen vorzugehen, und das muss ich akzeptieren. Jetzt entstehen rund um Vorarlberg herum, wir liegen wunderschön gelegen im Dreiländereck, zum Beispiel in Deutschland werden Verkaufsflächen etc. erweitert. Muss man da nicht aus Vorarlberger Sicht einen Kaufkraftabfluss befürchten? Wir analysieren in regelmäßigen Zeitabständen die Kaufkraftströme in unserem Land. Sie stellen dem Handel ein hervorragendes Zeugnis aus. In Vorarlberg steht pro Jahr in etwa ein Kaufkraftvolumen von 2 Milliarden Euro zur Verfügung. Über 90% dieses gesamten Kaufkraftvolumens wird im Land gedeckt durch den heimischen Handel. Das heißt, es gelingt in enorm hohem Maße, die Kaufkraft in Vorarlberg zu binden, weit über die Anteile, wie es in anderen Bundesländern ist. Wir haben allerdings auch Entwicklungen, die Kaufkraftabfluss bewirken. Wenn Sie an den Onlinehandel denken, der hat in den letzten 15 Jahren sich verfünffacht. Die Entwicklung ist bei weitem noch nicht abgeschlossen. Es ist auch nicht so, dass im grenznahen Bereich große Flächen entstehen. IKEA hat zum Beispiel das geplante Projekt in Memmingen mit 40.000 Quadratmeter Verkaufsfläche abgesagt. So wurde mir jedenfalls, wurde ich darüber informiert. Also wir sind sehr darum bemüht, die Kaufkraft im Land zu binden, sind auch bemüht, die dafür notwendigen Handelsstrukturen sicherzustellen. Ich bin auch der Meinung, dass es einen gesunden Ausgleich zwischen Verkaufsflächen an der Peripherie, aber auch lebendige Zentren braucht, weil diese auch ein ganz wichtiger Teil der Lebensqualität sind. Was gibt es abschließend noch für kurzfristige bzw. mittelfristige Initiativen und Maßnahmen, um den Wirtschaftsstandort Vorarlberg zu sichern? Es geht darum, dem Standort optimale Rahmenbedingungen zu bieten. Das heißt, wir sind im Bereich der Infrastruktur, wenn Sie an die Energieversorgung denken, große Kraftwerksbauten,
im Vergleich mit anderen Regionen sehr, sehr günstige Bedingungen, preisliche Bedingungen, eine hohe Versorgungssicherheit. Es geht um den Ausbau des Breitbandnetzes. Hier sind wir auf gutem Weg, aber es gibt viel zu tun. Im Endeffekt sollte ein Ausbau mit dem Glasfasernetz das Ziel sein. Denken Sie an den Bereich der verkehrlichen Infrastruktur. Wir sind derzeit an einer Reihe von Projekten. Umbau im Bereich Bludenz startet. Die Grundverkehrsablösen sind unter Dach und Fach. Die partielle Verbesserung der Leistungsfähigkeit auf der S16 ist auf gutem Weg. Rheintal-Mitte wurde mit den Vorlastschüttungen begonnen. Das ist ein ganz wichtiger infrastruktureller Teil zur Entlastung des Stadtgebietes von Dornbirn und Anbindung der Betriebsgebiete an die Autobahn. Also es gibt eine Reihe von Vorhaben, die wir im Infrastrukturbereich derzeit auf dem Weg haben. Daneben geht es darum, dass wir die Bürokratie so schmal wie möglich halten, dass wir im Bereich von Innovation optimale Rahmenbedingungen bieten durch entsprechende Förderung betrieblicher Forschung und Entwicklung, Aufbau von Forschungsinfrastruktur wie etwa der Fachhochschule, aber auch überbetriebliche Einrichtungen. Und in Summe glaube ich, dass der Standort Vorarlberg ganz hervorragend positioniert ist. Das ist zu einem ganz entscheidenden Teil der Wirtschaft unseres Landes zu verdanken. Und wir setzen alles daran, diese Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Dann herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch.